Hallo meine Lieben, ja, da hätte ich fast die klassischste Variante von Hintergründen vergessen. Und das machen wir jetzt ebenfalls mit diesen Hunden. Da kommt dann danach noch ein Video, da zeige ich euch, was ich gemacht habe ohne euch. Aber jetzt erstmal dieser Hintergrund. Ja, ich denke, dass das ganz ratzfatz geht darum. Machen wir das jetzt kurz mal so, ohne schnelleres Videoverfahren. Ja, ich habe mir da wieder jetzt einfach eine Karteikarte genommen, da ich das dann einfach so lasse. Und das ist dann auch, also das sieht man dann, wie schön die Stempelabdrücke wirklich sind. Beim Embossen, da kommt dann im Review, glaube ich, sage ich euch das, wenn ich euch die Hintergründe zeige, dann verwirre ich euch nicht so sehr. Ja. Kurz meinen Lappen. Meinen Lappen nass machen. Ja, ich fange jetzt einfach da unten in der Ecke an, wo ihr anfangt, ist euch überlassen. Das Einzige, was ich euch vorschlagen würde, ist wirklich in einer Ecke anzufangen. Da man da einfach mehr Kontrolle über den ganzen Hintergrund dann hat, als wie wenn man irgendwo in der Mitte anfängt. Ja, aber das ist euch überlassen. Also man kann natürlich auch von der Mitte ausgehend starten, wie einem das halt besser gefällt. Ich mache es halt so ganz gern. Und ja. Also ich nehme einfach wahlweise Stempel, wie ich mir gerade denke, gefällt es mir am besten. Weil da wird dann sowieso noch irgendwie was gemacht. Das bleibt ja nicht so später in der Karte. Glaube ich zumindest. Also es gefällt mir so gut, dass sie da sagt, ihr macht nicht mehr wirklich was. Aber das alles erst zum Schluss. Man kann das Ganze natürlich auch quer machen, also je nachdem, wie man plant, seine Karte zu gestalten, macht man das entweder quer oder eben so wie ich gerade. So kleine Sachen sind immer ganz praktisch, um Lücken zu füllen. Ich war schon am Überlegen, mir das auseinanderzuschneiden, dass ich einzelne Pfoten habe, aber irgendwie, ja, was mir gerade noch etwas zu schade, das mache ich aber manchmal bei anderen Stempeln so, dass wenn da irgendwelche Sprüche oder so sind, wo einfach nur Happy Birthday und irgendwas dabei steht zum Beispiel, dann kann leicht mal sein, dass sie da was abschneidet, weil ich nur das Happy Birthday mag. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also, dass das dann zwei Stempel aus einem geworden ist und wenn ich dann den Spruch mal haben will, stempel ich es halt doppelt. Ich hoffe, ihr seht es genug und ich bin da nicht wirklich viel zu schnell, aber ich glaube, das geht. Ja, schnell. Eher zu langsam, glaube ich. Und zu wenig Gerede dazwischen. Eben da wäre wieder praktisch, so mini kleine Pfote zu haben. Habe ich aber leider nicht. Aber es ist jetzt eh nicht so viel weiß. Von dem her geht es ganz gut. Also, wie ihr seht, ich baue das Ganze einfach so auf, wie ich gerade lustig bin. Ich habe halt meistens Katz und Hund abwechselnd. Wir haben jetzt erst überlegt, nur Hunde oder nur Katzen zu machen, also für nur Hunde- oder Katzenbesitzer, aber ich glaube, dass das so ganz süß ausschaut. Für Tierliebhaber im Generellen. Ich finde das ganz schön so.
mach mal den mal einfach so etwas rein, damit sie mehr ausfüllt. Ich hoffe, das Gebammel vom Handy hat euch gerade nicht gestört. Schafft leider nie, das auszuschalten. Tja, sobald jemand anruft, kann ich weder die Kamera ausschalten noch den Anruf wegdrücken. Irgendwie mag das mein Handy dann nicht so. Aber wir sind ja gleich mal fertig. Machen wir dann nochmal den Hund vielleicht. So. Und noch eine Katze. Damit wir ungefähr gleich auf sind. Da können wir noch Pfoten vielleicht hin. Und jetzt müssen wir gerade eine kleine Katze noch finden. Wie ist denn diese, glaube ich? Zwar haben wir die da unten drin, aber ist ja bei dem auffälligen Hintergrund, sage ich mal, fällt es, glaube ich, gar nicht so wirklich auf, dass das zweimal die gleiche fast nebeneinander ist. Und ja, das ist wieder das Problem, dass ich keine einzelnen Pfote habe. Jetzt machen wir erst dahin. Und dann kann man da natürlich hergehen und sich das abmaskieren. Allerdings wollte ich da noch ein separates Video zumachen. Und ich habe gerade kein Tape da, was ich möchte. Nehmen wir gerade ganz kurz einfach Tixo und kleben mir ab, was ich nicht gestempelt haben möchte. Also dann eintunken ganz normal. Nochmal vielleicht. Dann die Folie abziehen. Also das ist jetzt einfach ein echt simpler, kurzer Trick für so Kleinigkeiten. Aber er funktioniert. Ja, da unten könnten wir das auch noch machen. Also einfach dick so in der Größe da. Funktioniert natürlich nicht mit allen Motiven. Es geht jetzt nur mit dem da gerade ganz gut. Oh, fast vergessen, das abzumachen. Ach, seht ihr, was bin ich aus der Kamera raus? Machen wir das kurz so. Okay, jetzt habe ich das gerade nicht schön abmaskiert. Dann einfach mit dem Lappen die Farbe wegwischen. Macht den gleichen Effekt. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir eigentlich so ziemlich alles ausgefüllt. Und fertig ist auch schon unser Hintergrund. Und da sieht man natürlich die Details viel, viel, viel schöner. Aber wie gesagt, es kommt noch ein Tipp, wie das beim anderen auch besser geht. Bis dahin, tschüssi!